Im Verlaufe der letzten Videos habe ich sehr viele Vorschläge zu südamerikanischen Ländern erhalten. Es scheint also ein gewisses Interesse an den Ländern Südamerikas zu bestehen. Auf dem Kontinent befinden sich 13 Länder, welche ganz ihre eigenen Vor- und Nachteile aufzuweisen haben. Um dir bei der Frage zu helfen, welches Land im Falle einer Auswanderung am attraktivsten ist, vergleiche ich in diesem Video die Länder Brasilien, Uruguay, Paraguay, Argentinien, Chile, Peru und Kolumbien einmal genauer in Sachen Klima, Lebenshaltungskosten, Einkommen, Lebensqualität, menschliche Entwicklung und Sicherheit. Mir ist bewusst, dass dies nicht alle Länder auf dem südamerikanischen Kontinent sind, aber es dürfte doch die Länder abdecken, bei welchen das größte Interesse besteht. Ziel dieses Videos ist es, dir zu helfen, welches südamerikanische Land für dich im Falle einer Auswanderung am ehesten in Frage kommt. Da dies stark von deinen persönlichen Präferenzen und deiner Lebenseinstellung abhängt, kann man nicht das absolut beste Land für eine Auswanderung definieren, sondern dieses ist von Person zu Person unterschiedlich. Zuerst werden wir die 6 Themengebiete für jedes Land ansehen, gefolgt von einem Fazit am Ende des Videos. Ich werde für jedes Land und Themengebiet einen Punktewert ermitteln, wobei 1 der besten Punktzahl entspricht und 0 der schlechtesten. Am Ende werden alle Punkte zusammengezählt und es wird ersichtlich, welches Land am besten abschneidet. Beginnen wir mit dem Klima. Natürlich unterscheidet sich das Klima von Region zu Region stark, vor allem bei den großen Ländern wie Brasilien, Argentinien oder auch Chile. Deshalb werde ich das Klima in der jeweiligen Hauptstadt aufzeigen. Der ganzjährige Durchschnitt der Höchsttemperaturen pro Monat beläuft sich bei 26,6 Grad in Brasilia, der Hauptstadt Brasiliens, 21,4 Grad in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, 28,4 Grad in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, 22,5 Grad in Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens, 22,4 Grad in Santiago de Chile, der Hauptstadt Chiles, 22,1 Grad in Lima, der Hauptstadt Perus und 16 Grad in Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens. Der ganzjährige Durchschnitt der Tiefstemperaturen pro Monat liegt bei 16,1 Grad in Brasilia, 12,4 Grad in Montevideo, 18,2 Grad in Asunción, 13,5 Grad in Buenos Aires, 8,3 Grad in Santiago, 16,7 Grad in Lima und 7,4 Grad in Bogota. Es sticht heraus, dass das Klima in Kolumbien erstaunlich ausgeglichen zu sein scheint, während die Sommer in Chile trotz der Nähe zum Ozean heiß und die Winter angenehm mild sind. Eine weitere interessante Metrik ist die durchschnittliche Anzahl an Sonnenstunden pro Tag. In Brasilien liegt sie bei 6,5 Stunden, in Uruguay bei 6,69, in Paraguay bei 6,8, in Argentinien bei 6,8, in Chile bei 7,52, in Peru bei nur rund 3,9 und in Kolumbien bei gerade einmal 3,63. Wenn man davon ausgeht, dass für einen Auswanderer aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich hohe Temperaturen und mehr Sonnenstunden pro Tag angenehmer sind, dann empfiehlt sich in Sachen Klima das Auswandern nach Paraguay, Brasilien oder Argentinien. Wobei das Klima Chiles mit der hohen Anzahl an Sonnenstunden pro Tag und dem nicht immer warmen Klima auch interessant erscheint. Bei diesem Vergleich ist es wichtig zu erwähnen, dass ich davon ausgehe, dass eine höhere Temperatur als besser angesehen wird, wobei die Anzahl der Sonnenstunden eine doppelte Gewichtung hat als die Metriken der Durchschnittstemperaturen zusammen. Addiert man den ganzjährigen Durchschnitt der Höchsttemperaturen pro Monat, den ganzjährigen Durchschnitt der Tiefstemperaturen pro Monat sowie die Anzahl der Sonnenstunden multipliziert mit 4, so stellt sich heraus, dass in Sachen Klima Paraguay auf dem Papier am attraktivsten ist. Deshalb erhält Paraguay die Punktzahl 1, gefolgt von Brasilien mit 0,858, Argentinien mit 0,704, Chile mit 0,637, Uruguay mit 0,63, Peru mit 0,459 und Kolumbien mit 0. Der nächste Punkt sind die Lebenshaltungskosten. Hier vergleiche ich die Lebenshaltungskosten jeder Hauptstadt mit der Berlins und gebe jeweils den Faktor an. Wer beispielsweise mit 2000 Euro pro Monat in Berlin über die Runden kommt, der benötigt in Buenos Aires 870 Euro für denselben Lebensstil. Somit lassen sich die Lebenshaltungskosten in Berlin mit dem Faktor 0,435 multiplizieren, um die Lebenshaltungskosten Buenos Aires zu erhalten. Dieser Faktor ist ein guter Richtwert dafür, wie viel du in der Hauptstadt des jeweiligen südamerikanischen Landes ausgeben wirst. Multipliziere einfach deine aktuellen Lebenshaltungskosten, davon ausgehend, dass du in Berlin wohnst, mit dem Faktor der jeweiligen Hauptstadt und du wirst abschätzen können, wie teuer dein Leben in diesem Land sein wird. Der Faktor für Brasilien beläuft sich auf 0,415, der für Uruguay auf 0,612, für Paraguay auf 0,387, Argentinien auf 0,435, Chile auf 0,603, Peru auf 0,52 und Kolumbien auf 0,427. Das Leben in jeder dieser Länder ist also deutlich günstiger als das Leben in Deutschland, meist sogar um über 50%. Am teuersten ist es, vielleicht aus gutem Grunde, in Uruguay, am günstigsten in Paraguay. Zu erwähnen gilt es, dass in diesem Vergleich tiefere Lebenshaltungskosten als besser angesehen werden. So erhält Paraguay mit den niedrigsten Lebenshaltungskosten erneut einen Punkt, gefolgt von Brasilien mit 0,875, Kolumbien mit 0,822, Argentinien mit 0,787, Peru mit 0,408, Chile mit 0,04 und Uruguay
Paraguay mit 0, da das Leben dort am teuersten ist. Kommen wir nun zum Einkommen. Das durchschnittliche Monatseinkommen beläuft sich auf 344 Dollar in Brasilien, 598 Dollar in Uruguay, 345 Dollar in Paraguay, 445 Dollar in Argentinien, 633 Dollar in Chile, 421 Dollar in Peru und 316 Dollar in Kolumbien. Ist es nicht erstaunlich, dass Chilenen fast auf den Dollar genau im Durchschnitt das Doppelte verdienen wie Kolumbianer? Chile und Uruguay stehen in dieser Hinsicht klar vorne, wobei Chile einen Punkt erhält, Uruguay 0,899, Argentinien 0,407, Peru 0,331, Paraguay 0,091, Brasilien 0,09 und Kolumbien 0. Ziehen wir ein kurzes Zwischenfazit. Betrachtet man das Klima, die Lebenshaltungskosten und das durchschnittliche Einkommen im Lande, so führt Paraguay, gefolgt von Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay, Peru und Kolumbien. Mal sehen, wie sich diese Rangfolge bei Inbetrachtnahme von der Lebensqualität, der menschlichen Entwicklung und der Sicherheit verändert. Meist ist das Motiv hinter einer Auswanderung die Erhöhung der Lebensqualität. Werfen wir also einen Blick auf einen Lebensqualitätsindex und vergleichen wir die südamerikanischen Länder in Sachen Lebensqualität. Nach dem Numbeo Lebensqualitätsindex besetzt Brasilien mit einem Wert von 141 den ersten Platz der südamerikanischen Länder. Das nächste Land ist Uruguay mit einem Wert von 123, gefolgt von Argentinien mit 110, Chile mit 104, Kolumbien mit 86 und Peru mit 82. Zu Paraguay konnte ich leider keine Informationen finden, weshalb mir nicht wirklich viel anderes übrig bleibt, als Paraguay mit einem Wert von 0,5 zu versehen. Sehr wichtig zu erwähnen ist es, dass es unzählige Lebensqualitätsvergleiche gibt, die verschiedene Faktoren unterschiedlich stark gewichten. In diesem Vergleich erhält Brasilien einen Punkt, gefolgt von Uruguay mit 0,719, Paraguay mit 0,5, Argentinien mit 0,49, Chile mit 0,386, Kolumbien mit 0,07 und Peru mit 0 Punkten. Der Index der menschlichen Entwicklung ist auf Faktoren wie Bildung und Lebenserwartung aufgebaut, weshalb ich ihn in diesem Vergleich verwenden möchte. Führend ist Chile mit einem Wert von 0,845 von 1. Das nächste südamerikanische Land ist Argentinien mit 0,825, Uruguay mit 0,804, Brasilien mit 0,761, Peru mit 0,759, Kolumbien mit 0,747 und Paraguay mit 0,724. So ergibt sich ein Punktewert von 1 für Chile, 0,82 für Argentinien, 0,65 für Uruguay, 0,3 für Brasilien, 0,284 für Peru, 0,186 für Kolumbien und 0 für Paraguay. Ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Auswanderung, vor allem als Familie, ist die Sicherheit. Hier verwende ich den Numbeo Sicherheitsindex, bei welchem ein höherer Wert besser ist. Paraguay und Chile führen die Liste mit jeweils genau 50,4 Punkten, gefolgt von Uruguay mit 46,98, Kolumbien mit 45,06, Argentinien mit 37,74, Peru mit 34,35 und Brasilien mit 31,69. So erhalten Paraguay und Chile einen ganzen Punkt, gefolgt von Uruguay mit 0,854, Kolumbien mit 0,751, Argentinien mit 0,36, Peru mit 0,179 und Brasilien mit 0 Punkten. Jetzt kann man sehen, dass Chile, allem in allem, den ersten Rang dieses Vergleiches besetzt und damit als das Land gilt, das für eine Auswanderung, zumindest unter diesen Faktoren, am attraktivsten erscheint. Mit einem Totalwert von 4,063 weist es doch einen ordentlichen Vorsprung vor Uruguay auf. Als kleines Land zwischen Brasilien und Argentinien ist Uruguay das zweitattraktivste Land in diesem Vergleich, gefolgt von Paraguay, Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Peru. Ziehen wir ein kurzes Fazit zu jedem Land. In Peru scheint die Lebensqualität tief zu sein und auch die Sicherheit, menschliche Entwicklung und das durchschnittliche Einkommen lassen zu wünschen übrig. Jedoch sind die tiefen Lebenshaltungskosten und das einigermaßen angenehme Klima Vorteile. Kolumbien punktet gut dank tiefen Lebenshaltungskosten und erstaunlich hoher Sicherheit. Jedoch muss es Abzüge in Sachen Klima, Einkommen und Lebensqualität machen. Mit einem doch erheblichen Vorsprung zu diesen beiden Ländern folgt Brasilien, das als Land mit der höchsten Lebensqualität in diesem Vergleich gilt und auch in Klima- und Lebenshaltungskosten punkten kann. Lediglich das tiefe Einkommen und der tiefe Wert der menschlichen Entwicklung sind Nachteile. Paraguay und Argentinien sind fast gleichauf. Argentinien kann in jeder Metrik Punkte holen. Jedoch gibt es bei der Sicherheit etwas Aufholbedarf, sowie bei der Lebensqualität und dem Einkommen. In der menschlichen Entwicklung, Kosten und Klima ist Argentinien sehr gut unterwegs. Paraguay wird in Sachen Klima, Lebenshaltungskosten und Sicherheit am besten von allen Ländern in diesem Vergleich bewertet. Es muss aber starke Abstriche in der menschlichen Entwicklung und dem Einkommen einbüßen. Dennoch ist Paraguay, vor allem in der Betrachtnahme der Tatsache, dass es keinen Zugriff auf Handelsrouten über Meer verfügt, ein erstaunlich attraktives Land für eine Auswanderung. Uruguay punktet überall gut bis sehr gut. Einzig und allein die hohen Lebenshaltungskosten sind ein Nachteil. Hohe Lebenshaltungskosten sind bei diesen Vorteilen aber auch zu vermuten gewesen.
lassen. Uruguay bietet sehr gute Möglichkeiten für Auswanderer, vor allem dank dem hohen Einkommen, der hohen Sicherheit und Lebensqualität. Auf Platz 1 dieses Vergleiches liegt Chile. Das superlange, schmale Land mit einer unglaublichen Küstenlänge räumt Bestwerte in Sicherheit, menschlicher Entwicklung und Einkommen ab. Auch im Klima punktet es, muss aber bei der Lebensqualität und vor allem den Lebenshaltungskosten auf Punkte verzichten. Auch die Steuern in Chile sind tief, was ein weiterer Faktor ist, der für eine Auswanderung nach Chile spricht. Chile hat wirklich viel Potenzial und bietet super Chancen für Auswanderer, die in Südamerika ein entspanntes, aber dennoch sicheres Leben suchen. Du siehst also, dass alle Länder ein unterschiedliches Profil aufweisen und du selbst definieren musst, auf welche Eigenschaften du Wert legen möchtest. Alle Quellen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dass ich bei der Entscheidungsfindung des Auswanderns nach Südamerika helfen konnte und freue mich auf deinen Kommentar. Danke fürs Zusehen.